Was geht ab, meine Z-Fighter? Ozzy hier mit einem weiteren Video zu Dragon Ball Z Dokkan Battle. Und momentan ist im globalen Dokkan Battle echt ruhig, da geht gar nichts. Aber das wird sich dann morgen eigentlich schon ändern, denn morgen fängt Part 2 des Neujahres-Events an. Deshalb wird dieses Video quasi eine Diskussionsrunde. Wir werden schon mal diskutieren, was vorkommen könnte in Part 2. Und dann würde ich sagen, legen wir auf jeden Fall mal los. Denn die letzten Tage waren sehr ruhig, wie gesagt. Sie waren sehr, sehr ruhig im globalen Dokkan Battle. Anyways, was wir wissen ist auf jeden Fall, dass momentan Part 1 des Happy New Year Events läuft, also von 2018. Dies geht bis zum 18.01. Das ist morgen der Fall. 1 Uhr morgens. Dann wird quasi der Tag, das ist der Daily Login Switch, wo sich der Tag wechselt im Dokkan Battle quasi. Und dann sollte eine neue Celebration, eine neue Kampagne online gehen. Und das ist dann quasi Part 2. Warum reden wir hier von Part 1? Denn es ist ganz klar, das wisst ihr schon lange, ist schon lange online. Happy New Year 2018 Celebration Part 1 ist momentan online. Und nach einem Part 1 folgt natürlich Part 2. Wenn wir uns ganz kurz Part 1 betrachten, was da so abging. Wir hatten neuen Ultimate Gohan dabei, sein Dokkan-Event. Login-Boni ganz klar, Special Missions, neue Supreme-Kai-Mission kam rein, Kategorie-Banner, Filler-Banner, Story-Events, Hidden Potential, Dreifach-Experience und so weiter und so fort. Aber deswegen, eigentlich sollte der Aufbau quasi ein bisschen ähnlich sein. Natürlich werden gewisse neue Events reinkommen bei Part 2 und die werden wir hier besprechen, was eventuell reinkommen könnte. Ganz außen vorweg wird auf jeden Fall die LR-Kampagne kommen. Warum sage ich auf jeden Fall? Also die LR-Kampagne zu den LR-Androids 17 und 18. Na, zum einen ist sie JP online, quasi zu JP Part 1. Heißt, bei uns wird sie mehr oder weniger früher oder später folgen. Warum früher? Warum sage ich zu Part 2, direkt Part 2? Weil auf der offiziellen offiziellen Facebook-Page vom globalen Dokkan Battle ein Post quasi online kam mit der Liste zum Happy New Year Celebration Part 1, da war alles gelistet quasi, was gerade online ist. Und dann stand da noch ganz kurz in einem Satz ganz drunter des Posts, dass die LR Androids Kampagne demnächst im globalen Dokkan Battle folgen wird. Deswegen sage ich ganz sicher, haben sie sich das für Part 2 aufgehoben. Also für Part 2 können wir auf jeden Fall schon mal mit der LR Androids Kampagne rechnen. Ganz klar wissen wir, Super Saiyan 2 Vegeta bzw. Vegeta gegen Beerus, ein Story-Event wird kommen. Das ist schon fix, das wird am Freitag losgehen um 7.30 Uhr unserer Zeit. Dann wird es natürlich auf jeden Fall auch Zeit, dass wir LR Vegito Blue bekommen. Denn wir sind quasi kurz vorm Ende, uns fehlen noch ein paar Medaillen. Die TOR-Form haben wir noch gar nicht, das müsste jetzt endlich mal passieren. Und dann hoffentlich auch die LR-Form. Denn die News zu dem neuen SR Vegito kam damals raus am 15.12. und auf DBZ Space ist angeteasert, dass diese News bis zum 18.01.2018 7.30 Uhr gehen. Das heißt, dass danach irgendwas Neues passieren sollte, denn die News geht offline, quasi wie wir es gerade eben hatten. Wenn die News offline geht, dann sollten andere folgen. Deswegen sind wir darauf auch auf jeden Fall gespannt. Ist aber so eine 50-50 Sache. Entweder kommen da quasi neue News oder nicht. Aber es wird langsam Zeit. Es wird langsam Zeit auf jeden Fall. Und das wird quasi die beste Zeit dafür für Part 2. Denn ich denke, für Part 2 sollten auf jeden Fall, beziehungsweise ab Part 2 quasi, sollten auf jeden Fall mal endlich in der Lage sein, ihn zum Transcendent Ultra Vegito zu machen. Und ich hoffe, man kann ihn auch direkt zum LR oder kurze Zeit danach eben, nicht, dass wir immer noch so lange warten müssen zum LR letztendlich awaken, damit wir auch quasi wissen, okay, das und das müssen wir machen für den LR, das und das kann er, damit wir endlich aufgeklärt sind. Dann sollte natürlich ein neuer Dokkan Festival Banner kommen. Und hier ist die Frage, die sich wahrscheinlich viele stellen, welcher wird das sein? Denn es fehlt immer noch Super Saiyan 3 Broly. Super Saiyan 3 Broly ist der letzte 120% Neo-Guard Leader, aber sie haben Ultra Instinct Goku vorgezogen, Ultimate Gohan vorgezogen, quasi Super Saiyan 3 Broly nach hinten verschoben. Warum haben sie das gemacht? Die Sache mit Super Saiyan 3 Broly ist schwierig. Ich würde, also klar, Super Saiyan 3 Broly kam in Heroes, aber das ist nicht der Fall, warum er nicht im globalen Dokkan Battle kommen sollte, weil Super Saiyan 3 Broly auch in Raging Blast einen Auftritt hatte und
die Version des Spiels gibt es im globalen Dokkan Battle. Für diejenigen, die nicht wissen, wovon ich rede, Dragon Ball Heroes ist JP-exclusive und Dragon Ball Heroes Content kommt nicht ins Globale bis jetzt. Deswegen daher. Das ist nicht der Fall, sondern wo ich bei Broly eher denken würde, wenn wir uns vor allem den Banner auch angucken. Broly an sich hat im japanischen Dokkan Battle wahrscheinlich nicht so viel Geld gebracht. Und Geld, müssen wir uns ehrlich sein, spielt eine Rolle für ein Unternehmen wie Bandai Namco. Und beziehungsweise JP ist eine Beta-Version für Global-Spieler. Für das globale Dokkan Battle. Was meine ich damit? In JP wird alles zeitgleich rausgehauen, aktuell. Aber da können sie auch sehen, okay, das und das hat nicht viel Geld reingebracht, das und das war nicht gut, statistisch gesehen. Dann machen wir das anders in Global. Und das kennen wir ja. Das wird ja schon gemacht. Global-exklusive Story-Events, Global-exklusive Content kommt. Banner werden vorgezogen. Goku Black war gefeatured und so weiter und so fort. Worauf ich letztendlich hinaus will, ist, Broly war wahrscheinlich im Banner höchstwahrscheinlich so gut wie, mit dem sie wenig Geld gemacht haben, um es auf den Tisch zu legen. Deswegen, wenn wir uns den Banner mal angucken, wir haben hier Super Saiyan 3 Broly drin, Mass Saiyan, Cell, Fusion Zamasu, Golden Freezer. Wenn dieser Banner jetzt rauskommen sollte, nach allen Kategorieliedern, die wir haben, nach Ultra Instinct Goku, für den wahrscheinlich sehr viele gesammelt haben, an sich hat wahrscheinlich jeder, der quasi in den letzten Wochen Dokkan Battle gespielt hat, weitaus bessere Karten als der Broly. Und es ist kein Grund, kein Muss, Grund könnte vielleicht sein, weil ihr ihn haben wollt, aber kein Muss, objektiv gesehen, für Broly zu sammeln. Auch wenn er 120% Leader ist, die Ära ist nicht vorbei, aber in der neuen Meta herrschen gerade Kategorie-Leader. Und wenn ihr eine Kategorie bauen könnt, ein vollständiges, kommt ihr damit sehr weit im Game. Heißt, Brolys Stellenwert bei seinem Banner zu ziehen ist gering. Es sei denn, sie ändern natürlich den Banner in irgendeiner Art und Weise, dass er wieder schmackhafter wird. Die Frage ist nur wie. Darüber kann man sich streiten, darüber können wir diskutieren, was wir quasi machen. Eventuell packen sie Broly in den Super Saiyan 3 Banner rein von Bardock. Eventuell. Und releasen ihn so. Das wäre dann wiederum schade, dass ein 120% Neo-Guard-Leader quasi als ein Side-Charakter, Nebencharakter angesehen wird. Was sein könnte, ich lege das nur quasi hier, ich schmeiße es in den Raum. Vielleicht kommt ein anderer 120% Neo-Guard-Leader ins globale Dokkan Battle, nämlich nicht Super Saiyan 3 Broly. Sehr schwierig. Sehr schwierig, Leute, nicht in den falschen Kragen nehmen. Das sind Diskussionen. Würde mich gerne interessieren, was ihr davon haltet. An sich, was ihr denkt, wird Broly noch kommen? Ich denke schon, früher oder später, aber wie wird er kommen? Könnt mich gerne in den Kommentaren wissen lassen. Heißt, entweder steht Broly zur Wahl, dass er der nächste Dokkan-exklusive Charakter sein wird, Dokkan-Festival-Banner, der nächste große Banner sein könnte, oder Angel Golden Freezer. Wir wissen in den Daten, wurde die Kategorie schon released, geteasert quasi. Sie schwirrt irgendwo in den Daten herum von Angel Golden Freezer, das ist Revive Warrior. Und Angel Golden Freezer wäre eigentlich der nächste nach Ultimate Gohan. Heißt, natürlich, kurz angemerkt, könnten sie die Reihenfolge ganz komplett ändern, denn die haben Ui Goku schon weitaus früher gebracht, also somit haben wir auch eine andere Reihenfolge der Kategorie-Leader als in JP. Nur aus und vorweg. Aber Golden Freezer stehen eigentlich die Chancen auch gut, dass er als nächstes kommen könnte, weil eben wegen seiner Kategorie, weil es in Daten herumschwirrt, weil er der nächste sein sollte eigentlich, wenn wir nach dem JP-Plan gehen. Aber auf der anderen Seite sind auch in den Daten schon die Awakening-Medaillen zum Super Saiyan 3 Broly. Deswegen, also im globalen Dokkan Battle in den Daten. Deswegen hier der Vergleich. Wer wird kommen? Broly oder Freezer? Wenn Broly kommt, wäre das quasi eine Ruhephase für Dokkan Battle, weil viele wahrscheinlich nicht viel sammeln werden. Bei Freezer ist ein anderer Fall. Anyways, Leute. Zum nächsten Banner, was da eventuell kommt und worauf wir da uns gefasst machen können. Dann jedoch fehlen uns auf jeden Fall noch Future Trunks. Future Trunks muss auch irgendwann kommen. Ob er zum Neujahres-Event Part 2 kommt, eigentlich sollte er es. Könnten wir vorstellen, dass er am Ende kommt, dass sie zuerst quasi den Dokkan-Festival-Banner raushauen, sei es jetzt Broly oder Golden Freezer, und danach quasi am Ende der Celebration dann LR Trunks. Könnte sein, LR Trunks haben wir im Hinterkopf. Okay, bis jetzt haben wir gesammelt einen Dokkan-Festival-Charakter, Story-Event Super Saiyan 2 Vegeta, LR Androids Campaign und LR Trunks. Das nächste ist, wir brauchen eine neue Art Content wieder, nicht in Form von Banner, sondern Gameplay. Super Battle Road. Super Battle Road sollte eigentlich auch demnächst kommen, / Extreme Z Battle. Eines der beiden sollte eigentlich demnächst in Global starten und das wäre eigentlich perfekt für Part 2 des Neujahres-Events, sage ich mal. Darauf können wir uns eigentlich auch gefasst machen.
so Battle an sich wirklich eine coole Sache, dass dann quasi jedes Wochenende online heißt, es müssen einmal implementieren und gut ist. Und Extreme Z-Battle, denke ich, werden die dann auch nach Reihenfolge von JP gehen. Ich sehe da keinen Grund, warum sie das großartig ändern sollten mit der Reihenfolge. Andere Sachen, die uns natürlich dann noch fehlen, sind World Tournament. Wir hatten lange kein World Tournament mehr, aber ich bin zuversichtlich, dass auf jeden Fall Ende Januar, Anfang Februar, Zeitraum Februar, sagen wir mal, ein World Tournament stattfinden sollte. Und ansonsten werden auf jeden Fall noch weitere Re-Releases der Story-Events kommen, die, also das kennen wir ja, ist sehr gängig. Zum Beispiel haben wir gerade Universe 6 Story-Event ist online, das mit Insane World Race heißt, ich bin mir sicher, dass zu Part 2 nochmal wieder ältere Story-Events wieder reinkommen. Anyways, Leute, so viel dazu, was uns für Part 2 des Neujahres-Events erwarten könnte, was droppen könnte. Stimmt ihr mir da mehr oder weniger zu oder habt ihr auch eventuell andere Sachen im Kopf, was noch kommen könnte? Lasst mich all das in den Kommentaren unten wissen. Bis dato wünsche ich euch auf jeden Fall schöne Tage. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Peace.